glaube, ist jetzt nicht so schlimm. Eben, da ich hier Part of Exile habe. Also, und ihr wisst, ich lade sehr viele Videos pro Tag hoch und es geht um für 10 bis 20 Stunden so etwas, so viele Videos hochzuladen. Ein Video geht ungefähr 1 Stunde 30 ohne zu rendern, mit maximaler Qualität und alles weiter. Ich suche noch das Portal, das ist in dieser Ebene, damit wir später mal ein bisschen runnen können. Weil hier lässt es sich gern gut runnen, weil hier ein Boss eigentlich relativ in der Nähe ist. Und hier ist das Portal. So. Tja. Also das ist rauf. Das ist drauf, ja. Ich mag es eher, wenn die Dungeons runtergehen. Die ersten Skelettmagier. Da ist ein bisschen schwer hier. Okay, es geht eigentlich noch. Die Bogenschützen sind jetzt schlimmer. Das sind relativ zäh. Und die Eismagier, die können sowieso nichts. Das sind nur diese Blitzmagier. Natürlich, der letzte Zombie hat am wenigsten. Oh je. Ja, es ist am Anfang ein bisschen problematisch mit den Zombies. Dann würde ich am Anfang lieber auf diesen Spell Damage gehen und dann zurücksetzen. Einen neuen Charakter anfangen, wenn ihr dann die Runen habt für die Minions, zum Beispiel Minion Life und so weiter. Boah, hat er viel Energy Shield. Da müssen wir durchkämpfen. Mal kurz Zombies beschwören. Die helfen mir dabei. Der haut ab. So, ein Level Up. Diese Ebene ist ein bisschen größer als die erste. Ein bisschen verwinkelter. Muss man gut schauen, wo das Ende ist. So, hier die Beschwörer zuerst töten. Die Necromancer.
Die beleben die Untoten wieder wie bei mir. Und gleich Spell. Also nicht gleich ganz, weil sie den Gegner direkt wiederbeleben. Nicht das Zombie. Aber er ist wohl ähnlich und der deshalb auch nervig. Aber wenn man schnell genug ist und den Gegner, der Beschwörer zuerst erledigt, sind die kein Problem. Man muss einfach kein Damage machen und der Fluch ist auch irgendwie schwach. So, gibt's mal. Ah, da unten. Okay. Aber ob wir Brutus schaffen, der ist nämlich relativ stark. Und wir sind noch relativ schwach. Sonst leveln wir einfach noch ein bisschen und schauen da an, ob es geht. Ah, oh, hier ist noch ein Beschwer. So, mal alle erfrischen lassen und dann Richtung Nordwest, Nordosten kurz nach Hause schauen. Mal schauen, ob wir neue Items auslösen können für den Boss, einfach mal vorbereiten. Ja. 28, nein, 27 Dexterity. Irgendetwas mit Dexterity müssen wir ausrüsten, damit wir die Handschuhe, Eispfeilen benutzen können. Nehmen wir die. So. Und sonst nichts Gescheites. Okay, Shot. Hello. Also schauen wir mal, ob wir es schaffen. Jetzt machen wir die Frostmauer weg. Eyeshot. Hier machen wir die Frostmauer. Und gehen zum Boss. Wir müssen leider noch ein bisschen laufen. Und es macht nichts. Und wir können die Bosse eigentlich unendlich lang behaken, weil man, wenn man stirbt, einfach ein Portal wieder reingehen kann. Und wie beim Boss ist und er hat immer gleich viel Leben. Und nach diesem Boss kommt wieder eine Ebene, die wir durchrennen. Dann lieber beim Friedhof der Schiffe noch ein bisschen leveln. Das nachholen. So, hier machen wir ein Portal. Und behaken mit Eispfeilen. Ja, Zombies halten noch viel aus. Genau das will ich. Richtig. Erinnert euch dieser Boss an etwas? Das ist eine Hommage an den Butcher von Diablo 1 und 3. There is no escape. Let me embrace you. Lass mich in Ruhe. Geht nicht auf Frauen.
Verstehst du? Du musst mich gar nicht heranziehen. Du bist so eine perverse Sau. Ich muss dich töten. Ich muss dich ins Krankenhaus. Nein, in das Leichenschauhaus. So hier. Zisch ab. Shit. Zombies kann man nicht bilden. Auf so einen Butcher-Zombie wäre cool. Und der ist zerfetzt. Zersplitter. Den kann man nicht mehr wieder mit. So. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut in der nächsten Aufnahmesession wieder vorbei. Wahrscheinlich werden bald die nächsten Videos kommen. Und dann geht's weiter Richtung Meryl. Da ließ sie hier oben und dann Akt 2. So. Ja, also bis zum nächsten Mal. Euer Dragobasa. Tschüss.